Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Vor einiger Zeit habe ich es angekündigt, ich möchte euch meine persönliche Waffen-Top 5 vorstellen, unter der Berücksichtigung, dass ihr die Waffe nahezu perfekt ausgerüstet habt. Als Beispiel, ihr findet den Turbolader für die Havoc. Das meine ich mit perfekt ausgerüstet oder der Hop-Up, der die Waffe nahezu perfekt erst macht. Ich berücksichtige hier als kleine Einleitung, bevor es gleich losgeht, natürlich, wie wahrscheinlich ist es, den bestimmten oder den einen Hop-Up zu finden, der die Waffe so mächtig macht. Dann berücksichtige ich auch die Magazingröße und wie viele Gegner ihr theoretisch plätten könnt, ohne nachzuladen. Und natürlich auch die Weitläufigkeit und die Größe der Map in Season 3, da viele Gunfights vor dem Endfight auf mittlere und hohe Distanz bestritten werden. Ich gehe aber auch darauf ein, und deswegen ist auch als Spoiler jetzt schon mal nur eine Sniper dabei. Die meisten können eben nicht so gut mit einem Sniper umgehen. Und deswegen habe ich auch das berücksichtigt. Jetzt viel Spaß bei dem Video und vorab natürlich schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine Tipps und Tricks Video von mir oder aktuelle Informationsvideos von Apex Legends verpassen wollt, starten wir jetzt direkt mit meiner Top 5. Platz 5 meiner Liste ist die Prowler. Welche Mods macht sie so besonders, beziehungsweise welche Aufsätze? Und zwar ist das einmal der Fire Receiving Mod, der aus einer Burst-Waffe eine vollautomatische Waffe macht. Und hier hat man vielleicht schon ein bisschen gesehen, im Burst-Modus ist der Rückstoß relativ hoch und auch nur schwer zu kontrollieren. Und im vollautomatischen Modus ist zumindest mein Empfinden, ist der Rückstoß deutlich einfacher zu kontrollieren. Ein Grund, warum sie unter anderem auf Platz 5 ist, ist einfach die Auffindbarkeit dieses Mods. Denn ohne diesen Mod ist die Waffe für mich unbrauchbar und auch ein erweitertes Magazin ist zwingend notwendig. Weitere Besonderheit ist, dass sie das Digivisier drauf machen kann, damit ihr die Gegner wie hier auf der Firing Range rot durchs Visier sehen könnt oder durch Rauch sehen könnt, was eine sehr feine Sache ist. Noch eine Besonderheit, denn der Schadensoutput ist nicht sehr hoch und die Problematik bei dem 35er Magazin, auch wenn das sehr hoch ist, mehr als zwei Gegner wird es euch nicht möglich sein, im Nahkampf zu plätten. Danach müsst ihr einfach nachladen. Was aber eine besondere Eigenschaft dieser Waffe ist, und es ist die einzige schwere Waffe überhaupt, die bei der Nachladegeschwindigkeit bei einer leichten Waffe mithalten kann. Achtung, ich halte jetzt mal die Klappe und vergleiche das mit der Alternator. Ihr seht selber, seid ihr einfach mal im Nahkampf nicht richtig drauf und müsst nachladen, macht euch zu einem schweren Ziel, könnt dabei nachladen, weiter auf den Gegner rotzen und ihr habt einen Gunfight gewonnen. Ansonsten ist, wie gesagt, die Waffe sehr, sehr kontrollierbar in Verbindung mit dem Fire Receiving Mod. Und wenn ihr mal nicht das Digivisier findet, nehmt ein Rotpunktvisier. Und ich empfehle euch auch nicht unbedingt ein Visier zu nehmen, was einen Zoom hat, denn dadurch ist die Waffe doch ein Stück weit schwerer zu kontrollieren. Ein weiterer Grund, warum die Waffe nur auf Platz 5 landet, ist einfach, auf mittlere und hohe Distanz ist sie absolut uneffektiv. Das heißt, im Nahkampf spielt sie ihre wahre Stärke aus und es gibt kaum eine Waffe, die komplett ausgerüsteten Gegner so schnell runterschießt wie die Prowler. Und auch aus der Hüfte ist sie relativ leicht im Nahkampf zu kontrollieren. Das war es jetzt von der Prowler. Die Spitfire darf in meiner Waffen-Top 5 nicht fehlen, ist Platz 4. Warum ist sie Platz 4? Die Waffe kommt ohne Hop-Ups schon alleine mega, mega gut aus. Ihr braucht nicht zwingend einen Schaft, ihr braucht nicht unbedingt einen Barrel-Stabilizer. Das Einzige, was wirklich relativ wichtig ist, ist ein erweitertes Magazin. Aber hier reicht theoretisch auch schon ein weißes oder ein blaues. Mit dem lila Magazin habt ihr 55 Schuss. Das ist die Waffe mit den meisten Schüssen überhaupt. Wenn ich mich jetzt nicht absolut täusche, ich habe jetzt nicht jede Waffe durchgetestet. Die Waffe macht sich auf nahe und mittlere Distanz extrem gut. Der Rückstoß ist absolut easy zu kontrollieren mit dem Rotpunktvisier. Ich empfehle wirklich jedem, wenigstens ein Rotpunktvisier drauf zu haben. Denn die Problematik, wenn der Gegner sich ein bisschen bewegt, verliert man den Gegner schnell aus diesem Visier raus. Deswegen sieht man mit einem Rotpunktvisier, was standardmäßig eigentlich schon das Einfache reicht, dann verliert ihr den Gegner nicht so einfach aus dem Auge. Zoom ist schon gar nicht mehr so einfach zu kontrollieren. Was befähigt aber die Waffe im Allgemeinen überhaupt in meiner Top 5 zu landen? Ich rotze den Gegner jetzt mal noch komplett runter, damit ich das richtig zeigen kann. Zoom hier auch. So, und jetzt zieht euch das einfach mal ein. Gegner Nummer 1, Gegner Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4.
und jetzt muss ich das erste Mal nachladen. Natürlich ist es utopisch, das in einem richtigen Gunfight zu schaffen, aber wenigstens 3 Gegner ohne Nachladen könnten locker drin sein. Also das heißt, ihr bräuchtet nicht mal nachladen, könntet theoretisch ein gesamtes Squad allein wegrotzen. Und wenn jetzt man sich vielleicht noch vorstellt, das gegnerische Squad hat nicht mal lila Buddy unbedingt, sondern vielleicht nur ein weißes oder ein blaues, dann könnten es auch 4 Gegner sein, die ihr mal ohne Probleme eben wegrotzt, und das macht die Waffe zu einem absoluten Biest. Ach, und übrigens nebenbei bemerkt, auch Ausdauer, Hüfte, gar nicht mal so schwer, die Gegner zu treffen, wenn ihr gerade ein bisschen in Trouble seid und euch schnell umsehen müsst. Das befähigt definitiv diese Spitfire auf Platz 4 zu sein, weil sie auch ohne Hop-Ups mega gut klarkommt. Bevor es mit der nächsten Waffe weitergeht, ich würde mich natürlich über jeden Kommentar freuen und vor allen Dingen lasst mich vielleicht mal wissen, was eure persönliche Waffentop 5 ist, vielleicht auch begründet, warum oder warum ihr nicht meiner Meinung seid. Würde ich mich sehr drüber freuen, ich versuche auf jeden Fall jeden Kommentar zu lesen. Und noch eine kleine Information, ich werde zu diesem Video natürlich auch noch ein Gegenteilvideo machen, und zwar eine Waffentop 5. Sollte es mal so sein, ihr findet die Waffen und bekommt sie nicht ausgerüstet, kein Mech, kein Visier und überhaupt nichts. Was sind die besten Waffen ohne jegliche Ausrüstung? Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Waffe. Die G7 ist bei mir auf Platz 3 in meiner Waffentop 5. Warum nur Platz 3 und nicht Platz 1, könnte der ein oder andere sich wundern, der das Video kennt, was ich euch hier und auch zum Schluss nochmal verlinke. Denn ich habe ein Video darüber gemacht, was meiner Meinung nach in Season 3 die beste Waffe ist. Und zwar habe ich da die G7 zur besten Waffe in Season 3 gekürt, was meiner Meinung nach auch immer noch so ist. Das ist für mich jetzt zur Erklärung einfach ein persönliches Empfinden, weil ich mit vollautomatischen Waffen wie die Spitfire zum Beispiel einfach lieber spiele. Ansonsten ist weiterhin die G7 eigentlich die stärkste Waffe. Was macht die Waffe in Season 3 so besonders? A, wurde der Grundschaden von 30 auf 34 erhöht. Das heißt, mit 3 Schuss ist es machbar, hier mit einem Standard-Rotpunktvisier einen Gegner ohne ein weißes Körperschild zu downen. Ihr seht hier, das lila Buddy ist komplett runtergeballert. Hätte der jetzt kein lila Buddy, wäre der Gegner schon tot. So, ansonsten ist der Headshot-Schaden mit 68 nicht zu verachten, und ich betone auch nochmal das, was ich am Anfang gerne gesagt habe. Da die meisten Kämpfe auf mittlere und hohe Distanz bestritten werden, sollte eigentlich in jedem Inventar mindestens eine Sniper, ob es die G7, die Longbow oder die Charge Rifle oder sonst was ist, eine Sniper sollte man eigentlich in Season 3 immer dabei haben. Ich bevorzuge eigentlich mit am meisten die G7, so ausgerüstet, wie ihr es hier seht, denn der Double Tap ist in Season 3 dazugekommen, seht ihr hier, macht aus einer Einzelschusswaffe eine Doppelschusswaffe. Ich finde, der Double Tap ist aber nicht mal wirklich wichtig. Ich finde, die Waffe kommt auch komplett ohne sämtliche Aufsätze prima klar. Deswegen habe ich hier beide mal ausgerüstet, um euch das zu zeigen. Ich habe jetzt hier wirklich nur mal ein Rotpunktvisier dabei, ohne alle anderen Aufsätze. Mein Gott, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Sorry dafür. Ich zeige euch jetzt einfach mal, zieht euch mal die Feuerrate rein, wie schnell der Gegner im Nahkampf. Ich gehe jetzt mal noch näher ran, um euch das mal zu zeigen. Mit 10 Schuss ist es normalerweise locker möglich, selbst mit 2-3 Fehlschüssen einen Gegner komplett zu downen. Habt ihr vielleicht sogar einen Headshot dabei oder 2 Headshots, dann ist es überhaupt kein Problem, vielleicht sogar 2 Gegner zu downen mit 10 Schuss. Jetzt wechseln wir mal einfach auf die perfekt ausgerüstete G7 im Nahkampf, auch mit diesem Zoom-Visier. Pam, Gegner Nummer 1, 4, Gegner Nummer 2. Wo ist der andere? Ach ja, wir sind ja direkt in der Mitte. Dann sind wir hier bei Gegner Nummer 3. Wir gehen mal davon aus, ist sie perfekt ausgerüstet. 3 Gegner sind machbar. Ich tendiere eher zu 2, weil hier und da ist es auch mal ein Fehlschuss, gerade wenn man den Double Tap an hat. Dann ist es zwar easy, den ersten Schuss zu treffen, es kann aber sein, dass der zweite Schuss schon daneben geht, gerade auf mittlere Distanz. Deswegen hier auch die einzige Sniper im Spiel, die ich, beziehungsweise in meiner Waffentop 5, die ich hier reinwähle, weil die G7 mega einfach zu handeln ist für alle, die vielleicht mit einer Sniper nicht so gut klarkommen. Und auch, wie gesagt, betone ich ja gerne nochmal, selbst wenn man nicht das optimale Visier hat mit einem coolen Standard-Rotpunkt-Visier, ist es auch kein Problem, auf die Entfernung die Gegner absolut easy auf Distanz zu halten oder einfach runterzurotzen. Ich zeige euch auch hier gerne nochmal, ich finde es einfach Hammer, wie schnell ein Gegner im Nahkampf fällt.
Moment, das hat ja, oh doch, der war down. Ich finde es einfach mega Hammer. Und auch hier mit einem Headshot, zieht euch das einfach mal rein, die Geschwindigkeit. Man braucht keine Crabber, man muss die Longbow nicht mega challengen. Die G7 ist so einfach zu handhaben, deswegen habe ich jetzt bewusst hier die Waffe ein bisschen länger in der Erklärung gezogen von der Zeit her. Kommen wir jetzt zu Platz 2. Auf Platz 2 ist die Devotion. Warum die Devotion? Welche Mods macht die Waffe so besonders? Und zwar ist das einmal der Turbolader. Und das war es ja eigentlich schon. Aber das Ding ist, warum ist er auf Platz 2 unter anderem auch? Weil die Waffe kommt auch ohne Turbolader wunderbar klar. Der Turbolader bewirkt eigentlich nichts anderes, als dass die Devotion, die ja am Anfang relativ langsam schießt, dann relativ schnell Fahrt aufnimmt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal als Vergleich ohne Turbolader. Es dauert ein Stück weit länger. Das ist kein mega Unterschied. Und deswegen ist das ein weiterer Grund, warum die Waffe auf Platz 2 ist. Sie könnte eigentlich problemlos ohne sämtliche Hop-Ups bestehen. Das Ding ist, die Waffe ist auf hohe Distanz natürlich nicht sehr effektiv, weil sie sehr, sehr ungenau schießt, auch auf mittlere Distanz. Hier fällt es mir eigentlich schon schwer, genau auf dem Gegner zu bleiben. Auch wenn vollautomatisch hier und da immer mal ein Schuss drauf geht. Das Geile bei der Waffe ist halt, wenigstens ein vernünftiges Rotpunktvisier sollte man drauf haben. Man kann ganz gut auch im Einzelschuss einen Gegner auf Distanz halten oder richtig auf den Sack gehen. Am besten spielt man die Waffe aber wirklich im Nahkampf aus. Natürlich ist die Map sehr groß, was ich immer betone, aber zieht euch jetzt einfach mal rein, was mit der Waffe, auch wenn es eigentlich darum geht, nahezu perfekt ausgerüstet zu sein, zieht euch einfach mal in der Distanz rein, was die Waffe mit einem Gegner macht ohne Turbolader. Wie schnell der Gegner down ist, das ist unfassbar schnell. Jetzt wechseln wir auf die perfekt ausgerüstete Waffe. Zack, man merkt einen Unterschied. So, das war jetzt Gegner Nummer 1. Gegner Nummer 2, jetzt nehmen wir mal weiter weg. Stopp, der war noch nicht ganz down. Wir lassen es jetzt einfach dabei und schießen trotzdem auf den. Also drei Gegner mit einem vollen Magazin von 48 Schuss können im Nahkampf oder sollten eigentlich schon fast kein Problem sein, denn die Nachladegeschwindigkeit, wenn ich mich nicht irre, ja, obwohl, ich finde eigentlich die Nachladegeschwindigkeit, wir machen das jetzt mal ohne erweitertes Mag, ist eigentlich relativ schnell, muss man sagen. Also die Waffe kommt wunderbar ohne sämtliche Aufsätze aus, selbst wenn ihr den Turbolader nicht findet. Was ein Nachteil bei den Energiewaffen im Allgemeinen ist, ist zumindest ein persönliches Empfinden von mir. Ich finde, man findet weniger Energy Ammo, als es schwere oder leichte Munition gibt. Und auch bei dieser Waffe im Nahkampf braucht man nicht unbedingt anvisieren. Man trifft trotzdem den ein oder anderen Hit auf hohe Distanz. Sicherlich ein bisschen schwieriger, aber hat man es mal in einem Haus mit Gegnern zu tun, wo man sich schnell umdrehen kann, dreht man sich hier ein bisschen, ist schnell auf dem Gegner. Die Waffe ist einfach meiner Meinung nach eigentlich mitunter die Waffe, die den Gegner am schnellsten wegrotzt. Kommen wir zu meinem Platz 1, die Flatline. Ich finde, das ist das absolute Multitalent unter allen Waffen, vor allen Dingen seit Season 3, denn sie hat einen neuen Mod dazu bekommen. Und zwar teilt die 301 und die Flatline sich den Amboss-Empfänger. Was bewirkt der Amboss-Empfänger? Ihr könnt aus einer vollautomatischen Waffe eine Einzelschusswaffe machen. Die Feuerrate ist relativ gering, aber zieht euch doch einfach mal bitte den Einzelschussschaden A auf den Körper rein und auf den Kopf. Ups, da 86er Headshot-Schaden. Wenn ihr jetzt ein halbwegs vernünftiges Zoom-Visier drauf habt, könnt ihr auf die Distanz problemlos auf den Kopf zielen, auch wenn hier wieder betont, es nicht so einfach ist, auf ein bewegliches Ziel zu treffen. Aber theoretisch ist es möglich, mit einem voll ausgerüsteten Gegner, der ein lila oder ein goldenes Body hat, mit drei Headshots den Gegner komplett runter zu downen. Warum ist die Waffe noch auf Platz 1? Denn natürlich ist es immer wieder schwer, solche Aufsätze wie zum Beispiel diesen Amboss-Empfänger oder den Fire Receiving Mod oder Turbolader, die sind immer relativ schwierig zu finden. Aber das Besondere bei der Flatline ist, selbst unausgerüstet, auch wenn es hier nicht darum geht, möchte ich nochmal betonen, selbst unausgerüstet, muss ich jetzt was dazu sagen, wie schnell dieser Gegner down ist. Das ist eine stinknormale, schwere Waffe. Auch hier wieder eine schwere Waffe, die Gegner
verlangsamt. Hier im Nahkampf, wenn ihr die Waffe gefunden habt und nichts weiter findet, selbst ohne ein Rotpunktvisier. Ihr trefft auf einen Gegner mit einem lila Buddy, ihr überrascht ihn, weil er euch vielleicht von vorne nicht faced. Zack, der Gegner ist sofort down. Selbst perfekt ausgerüstet, ändert das jetzt nichts daran, wie schnell der Gegner down ist. Der ist da genauso schnell down. Aber es geht mir um die Allzweckwaffe. Mit diesem neuen Hop-Up könnt ihr von verschiedenen Distanzen ohne Probleme mit einem Einzelschuss einen Gegner plätten. Vollautomatisch wird euch das mit Sicherheit mit der Flatline eher schwierig gelingen, weil da die Waffe doch relativ verreist. Aber auch hier triggert ihr ein bisschen und habt den Amboss-Empfänger nicht drauf, ist es natürlich auch kein Problem. Aber in Verbindung mit allen Mods oder eben auch ohne Mods ist es einfach der Hammer, wie schnell ein Gegner im Nahkampf oder in der Ferne drauf geht. Hier einfach nur mal der Vollständigkeit halber. Zack. Ein Gegner ohne erweitertes Mech. Hoffen wir einfach mal, dass noch ein Headshot dabei ist. Dann schafft ihr es theoretisch sogar, zwei Gegner zu plätten. Und es ist ja nicht immer so, dass ihr auf Gegner trefft, die komplett geheilt sind oder einen lila Mech haben. So, sind wir jetzt bei 30 Schuss mit einem lila Mech. Sieht die Sache schon ganz anders aus. Da sollten zwei Gegner definitiv drin sein. Drei wird mit Sicherheit schwierig, egal was der Gegner für ein Buddy hat. Das war meine persönliche Waffentop 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe es nicht zu sehr in die Länge gezogen. Lasst für dieses Video gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und vor allen Dingen lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, um keine Tipps und Tricks und vor allen Dingen auch tagesaktuelle Informationsvideos mehr zu verpassen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich freue mich, wie gesagt, über reichlich Kommentare. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.